bin so immer wieder fasziniert von dieser Drohne, ne? Ich habe die Drohne gerade da oben in den Baum geflogen, ne, weil ich einen Sportmodus habe. Aber ich muss euch sagen, ich bin jetzt im Cine-Modus. Das ist der langsamste Modus. Und ich will euch mal zeigen, wie smooth die Drohne fliegt. Ich fliege die mal vor mir ein bisschen her, so. Es ist jetzt auch ein bisschen windig. Also der Sportmodus, da braucht ihr am besten eine Fläche, wo überhaupt null Bäume sind. Guck mal, wie gut der fliegt. Das ist so faszinierend. Guckt euch das mal an, ey. Und jetzt folgt er mir quasi so. Mega cool. Man kann hier auch natürlich die Kamera runterstellen. Der stabilisiert sich richtig gut. So, guck mal, wie smooth der fliegt, ey. Ich bin echt total fasziniert von dieser Drohne. Die ist echt nicht günstig. Die Drohne. Aber dafür macht die richtig gute Aufnahmen. Wenn ich so seitlich zum Beispiel gucke. Mega. Man muss sich natürlich mit der Steuerung gut auskennen, ne? Man muss halt üben, bisschen. Aber kann man ja machen, kann man ja üben. Ich wollte euch das Active Track zeigen. Also es ist nun mal so, dass ihr im Grunde darauf achten müsst, dass ihr 4K30 eingestellt habt. 4K30 müsst ihr eingestellt haben und ihr müsst in den Einstellungen auf Umleitung das einstellen, sonst funktioniert das nicht. Es geht halt erst in der Luft, ne, dieses Active Track. Dann müsst ihr im Grunde einfach das Objekt, was verfolgt werden soll, markieren. Der erkennt das und dann drückt ihr auf Active Track, dann entweder folgen, einfach nur gerade oder so seitlich. Ich mache aber auch mal parallel, ja. Und dann auf Go. Und dann natürlich auf Aufnahme noch drücken, ist klar. Jetzt verfolgt er mich. Oder? Auch nicht. Also bei Spotlight ist es halt so, dass er die Position beibehält, ja. Er schwenkt halt nur, aber kommt nicht hinterher. Bei Active Track sollte er mir jetzt folgen, was er jetzt auch tut. Er folgt mir parallel, ja. Ich werde aber auch noch mal einen Test machen, wo ich das mit der Hinderniserkennung auch machen werde, ja. Ich renne mal ein bisschen. Ja. Was haben wir denn hier Cooles? Ja, also es funktioniert ganz gut, würde ich mal sagen. Wenn man das stoppen will, drückt man einfach auf Stopp. So, und dann auf dieses X da, dann ist das Active Track komplett aufgelöst. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen gucken, dass ich hier ein bisschen fliege, gucke. Ich finde diesen Knopf halt auch sehr interessant, sehr praktisch, weil du kannst die Kamera hoch und runter schwenken. Das ist schon echt praktisch. So, jetzt mache ich noch mal ein bisschen Active Track. Und das ist dann jetzt so parallel, ja. Ich bin mal gespannt, wie der das macht. Das geht auch nur im Cine-Normal-Modus. Im Sportmodus geht das nicht mehr. Dann markiere ich mich.
So. Er hat mich erkannt. Dann gehe ich auf Active Track, parallel und go. Aufnahme. Mal gucken, ob der mir jetzt folgt. Ja, perfekt. Das ist so geil, ne? Das ist einfach nur geil. Das macht echt Spaß. Mega. Drohnen sind so coole Erfindungen. Einfach nur Hammer. Ich versuche mal, das auch mit dem Motorrad zu machen. So, jetzt will ich das stoppen. Stopp. Dass ich quasi die Drohne da fliegen lasse am Feld und ich fahre dann mit dem Motorrad so langsam mal da lang. Machen wir. Ich mach mal mit der Hand landen. Ausgestreckter Arm. Bombe. Genau, mein Controller habe ich quasi dann da. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und wenn, dann zeige ich es euch jetzt. Ja, Leute, das war's. Ja, das war's, Leute. Drei Akkus platt gemacht. Effektiv hat man eigentlich, sagen wir mal, eine Stunde Flugzeit. Also dieses Fly More Paket ist echt sinnvoll, wirklich sinnvoll, gerade wenn man die Drohne nutzt, vor allem im Urlaub, ne? Oder so für Aufnahmen allgemein, ist das schon echt sinnvoll, ja? Der ist wie im Zug, im Sportmodus, wie im Zug. Der hat einen richtig krass langen Bremsweg einfach, ja? Das muss man halt wissen. Das war's. Haut rein.